Ja, dann. Hier ist die Arena. Let's go, würde ich sagen. Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mond stammen sollen? Die ersten Pipi wurden wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf den Mondberg gefallen sind. Diese Legende erzählt man sich schon seit Jahrzehnten, ja. Beziehungsweise es wurde, glaube ich, auch schon einfach direkt bestätigt, dass die wirklich vom Mond kommen, die Pipi. Das ist voll cool. Es streckt sich lang und entspannt sich. Tja, Nidoran, die Entspannung ist aber gleich vorbei. Wir werden jetzt gegen den Arena-Latte kämpfen. Pokémon-Arena von Mamoria City, Arena-Latte Rocco, der steinharte Pokémon-Trainer. Dann mal auf. Unser erster Kampf wartet. Unser erster Arena-Kampf. Oh, die Musik wieder, ne? Oh, geil, mit Zuschauertribüne, ne? Da vorne Rocco. Alter, der sieht so cool aus, Rocco. Man hat ihn schon im Trailer gesehen, aber... Wenn man ihn nochmal im Spiel sieht, ist das irgendwie nochmal was ganz anderes. Howdy, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an? Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Leiter zu besiegen. Also, pass auf. In der Arena von Mamoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die dir hiesige Arena-Leiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arena-Leiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon vom Typ Pflanze oder vom Typ Wasser zeigen. Ja, das ist halt, ja, gut, dass wir einen Mirapla haben. Wunderprächtig! Mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Mamoria City versuchen. Immer hereinspazieren und lass dich nicht unterkriegen, zukünftiger Champ. Ja, das ist halt echt Anfängerniveau over 9000, ja. Hier wird halt einem wirklich vorgeschrieben, dass man wirklich nur hier rein darf, wenn man wirklich im Typenvorteil ist. Das ist halt echt... Ja, das war auch ein großer Kritikpunkt von allen Fans und verstehe ich. Das ist schon ein bisschen stark Anfängermodus. Das ist halt echt krass, ja. Hätte ich jetzt kein Pflanzen-Pokémon, müsste ich mir erst eins fangen. Das ist halt... Ja, gut. Und hier kommen wir zu einem der Zwänge, die ich meinte. Ja, eben, genau, richtig. Besonders der Pikachu. Ganz genau, das dachte ich mir nämlich vorhin schon. Weil Pikachu, hallo mein kleiner Freund, Doppelkick erlernt hat. Und dann dürfen wir nicht hier rein, weil Doppelkick ist sehr effektiv, mein Freund. Ne? Und dann dürfen wir aber hier nicht rein, wenn wir kein Pflanzenpokémon. Man wird hier echt stark an die Hand genommen. Ich bin gespannt, ob es in den anderen Arenen auch so sein wird. Oder nicht. Da weiß man das ja nicht eindeutig. Ich werde es sehen und wer spoilert mir das jetzt? Ich hau euch. Eigenhändig timeout? Ja. Ich perche euch weg! Willkommen in der Arena von Mamoria City. Du wirst hier Trainer begegnen, die etwas zäher sind als deine bisherigen Gegner. Das werden wir sehen, meine... Lockige Lady! Lass uns kämpfen, Janet! The fuck? Ein Kleinstein, wunderbar. Und Nidoran, genau. Hat auch noch keinen Sinn. Oh, Taubsi! Hä? Schütteln? Wieso? Was? Pikachu feuert euch an. Hä? Oh, wie cool! Angriff von Kevin steigt, hat natürlich jetzt ganz viel Sinn. Alle Werte steigen, wirklich. Mach halt das Spiel noch einfacher. Ist ja der Wahnsinn. Holy shit. Gut, dann... Windsturz? Ich bin jetzt mal gespannt. Oh, Müdigkeit macht sich breit auf einmal. Nicht sehr effektiv, hat aber schon ziemlich abgezogen, oder? Kannst du auch angreifen, Janet? Oder ist das jetzt irgendwie... ich mach dich... Da kommt ein Tackle raus. Alter. Ich... Das ist peinlich, oder? Ich war hart im Nachteil. Ich habe mit dem Taubsi gewonnen. Wow. Das ist, ja.
Das ist deine erste Arena? Man sieht es dir zwar nicht an, aber du hast jede Menge Mumm. Und jede Menge Power. Und so. Es ist... Gut. Das ist interessant. Ja. Okay. Nächster Kampf, würde ich mal sagen. Stehen geblieben. Es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind wie du gegen Rocco antreten kann. Ja, vor allem. Das wird nicht mal eine Sekunde dauern. Georg. Kein Stein, verlass dich. Warum? Die höchste Zuneigungsstufe von XY bzw. Affen war schon etwas OP, aber das... Das schießt alles nochmal aufs Dach. Ist so. Das war echt... gerade ein bisschen krank, ne? Das war echt ein bisschen... Also das Tackle hat ja... Bam, Alter, first... Ja, das... Gut, das dachte ich mir schon. Einmal Absorber und weg. Aber... Puh. Schon ein bisschen crazy. Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocco. Sieht Rocco geil aus. Vom Design her, meine Freunde, ja? Ich speichere trotzdem vor Arena-Leitern ab, weil... Habe ich immer so gemacht, aber... Ich wette, es ist einfach nicht nötig in diesem Spiel. Gut, los geht's! Ah, ein Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria City. Meine Stimme kackt ein bisschen ab, oder? Ja, in meinen Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen, dieses Wortspiel, alles klar? Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon schnell. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück, selbst wenn seine Chancen auf einen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Es sind deine eigenen Arena-Voraussetzungen, dass man mit einem Typ-Vorteil hier reinspaziert, Rocco. Was ist das denn für ein unnötiger Satzbau gerade? Da kannst du ja nur verlieren. Regulier mal deine Regeln um. Kleinstein, let's go. Myrapla. Wenn du jetzt First Try machst, Level 11. So. Wir sind ein Level drunter, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaub es nicht. Wow. Das fetzt schon. Hier kommt das geile Onix. Das sieht schon geil aus. Voll schön groß. Das sieht mega aus. Sag mir jetzt nicht, es ist auch mit einer Attacke down. Das ist... Hier kommt Steinwurf. Ach, Myrapla ist ausgewichen. Ja, wahrscheinlich. Gut, das ist hart. Das war ja kein Kampf. Das war ja nichts. Alter Falter. Das ist hart. Das war ja nichts. Das war echt nichts. Ruckzuckieb, das ist schön. Ja, komm. Ja, was auch immer. Brauchen wir eh nicht hier. Das ist ein bisschen enttäuschend, oder? Wir haben Rocco besiegt! Offenbar habe ich dich unterschätzt! So kann man es natürlich auch nennen. Du gewinnst 2000 Poké-Dollar? Alter Falter! Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Geil, du erhältst den Felsorden von Rocco. Tadadadadadadau! Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tausch erhaltenen Pokémon bis Level 20. Das hier ist auch noch für dich. Kopfnuss. Cool.
Habe ich eine Kopfnuss von Rocco erhalten. Auch nicht schlecht, du verstaust das in die TM-Box, ja schon. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle die darin enthaltene Attacke beibringen, ja. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. TM 1 enthält übrigens die Attacke Kopfnuss. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Dass du nicht mal anwenden konntest, mein Freund. Ist nicht fantastisch? Yay, Pikachu, wir haben es geschafft, nicht wahr? Voll geil! Man sieht sofort, wie glücklich Pikachu über den Sieg ist. Und jetzt fragt es sich irgendwas? Ja, juhu! Geile Sache, ne? Haben wir den ersten Orden in der Tasche. Was leider null Herausforderung war. Bin da mal weg, aber komm nachher wieder, falls du noch streamst. Alles klar, Novitius. Falls ich da noch live bin, ja, bis später, ne, mein Lieber? Danke fürs Zusehen. Und ja, bis nachher wahrscheinlich. Mal gucken, ne? War aber trotzdem cool zu sehen, so vom... Aber das Feeling war halt wie ein ganz normaler Trainerkampf. Es war... ja. Irgendwas fehlt mir. Irgendwas fehlt mir an dem Ganzen hier gerade. Anerkannte Trainer... Ach, Trace hat auch schon den Orden, siehst du mal. Ja, moin. Gut, das war diese. Wir haben den ersten Orden. Felsorden. Hey! Hey, du da! Na, nö. Gary! Du bist doch dieser Gecko, oder? Ja, genau. Woher weißt du das? Oh, was sagen wir jetzt? Er ist der... Ey, komm, ich weiß das schon. Er ist der Engel, hallo? Ha, ich hatte recht. Natürlich hatte ich das. Blau! Na, er heißt... Oh, natürlich, er heißt Blau hier. Oder hätte ich ja Trace Gary nennen? Nein, keinen Sinn. Mein Name ist Blau. Professor Eich ist mein Opa und hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabastia zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da musste ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. 5 Superbälle, auch nicht schlecht, dankeschön. Die Dinger sind super! Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle. Aber mal was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Ja, zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao. Was, man riecht sich? Schnüffelt er gern an meiner Achsel rum? Oder was? Man riecht sich? Ach, Blau! Aber geil, dass er hier war. Das ist ja cool. Ach, geil. Dann hat das... Ah, das ist cool. Das war jetzt echt cool, ihn zu sehen, doch. So, ja, dann haben wir das jetzt auch erledigt, ne? Ja, war ich. Ja, voll abgefahren. Ja. Gehen wir mal Pokémon heilen. Ach, wenn das Spiel nicht so wunderschön wäre. Aber ohne Witz. Da kann man sich nur ausmalen, wie die 8. Gen aussehen wird. Das wird fantastisch. Oder Remakes von Sinnoh! Diamant-Perl-Remakes in so einer Pracht! Wow! Ui! Das kann ja nur geil werden, oder? Freunde. Das kann doch nur geil werden. Deine Pokémon sind wieder topfit. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Eieiei. Ach, sowas. Na, Nidoran, alles cool? Ja, ne? Nidoran folgt dir gut gelaunt. Sehr schön. Das ist schon süß. Das ist schon voll süß. Hier hängt eine Mitteilung. Diebe haben wertvolle Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten. Polizei vom... Oha! Diebe! Ja, moin. Wer stiehlt denn Fossilien? Bestimmt die Rocket. Na du?
Oh, das ist ja der Felsorden. Du hast ihn von Rocco bekommen, oder? Übrigens, je mehr Orden du hast, desto größer ist auch deine Auswahl im Supermarkt. Das blaue Haus da drüben. Oha. Das weiß ich, danke. Was wusstest du bestimmt schon, richtig. Es geht immer in fast jeder Stadt ein. Danke für den Hinweis oder so. Route 3. Aha. Was geht mit dir? Warum hast du einen... Was? Sehe ich deinen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Wir warten an den verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich um ihre Pokémon auf ihr Abenteuer vorzubereiten. Alter, meine Stimme. Wow. Wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Starke Trainer? Das klingt doch mal nach was. Hier speichere ich mal ab. Ich weiß ja nicht, was mich so erwarten tut. $6.000, was los? Dann bin ich mal jetzt mal gespannt, ne? Hallo. Du scheinst mir jemand zu sein, der sein Können auf die Probe stellen will. Als Trainer-Coach kann ich dir dabei helfen. Möchtest du gegen mich antreten, yo? Ja, dann legen wir los, ne? Okay, ist das dann auch eine Spur herausfordernd? Na, jetzt bin ich gespannt. Der Findus. Mhm. Wo ist Patterson? Oh, cool, Bisasam! Und Myrapla. Hm, schlau, ne? Okay, er ist Level 11. Weil mein stärkstes Pokémon auf Level 11 ist, oder warum ist er auf Level 11? Ja, ist er generell auf 11. Hm. Bin wieder da, war gerade Mittagessen, echt? Oh, dann willkommen zurück. Was gab's denn Feines? Was hast du verpasst? Ich weiß nicht. Ich hab den Arena-Kampf, der keiner da. Ja, ich hab den ersten Orden. Ich glaube, da warst du nicht mehr da. Egelsamen. Ach, guck mal. Der ist ja tatsächlich stärker. Der ist ja stärker als der Arena-Leiter. Das ist ja traurig. Das ist ja traurig. Weil ich habe Rockos Pokémon gewone-hitted. Ja, selbst ein Onix. Bam, ja, das war ein bisschen... Ja. Oh, Reis mit Gemüse. Einfach geil. Das ist krass. Das ist ja fantastisch. Der Kerl ist einfach mal stärker als der Arena-Leiter. Das ist gerade ein bisschen komisch. Das fühlt sich gerade nach einem normalen Kampf an, wenigstens. Ja, moin. Das ist natürlich ein bisschen... Das ist ein seltsames Balancing hier. Du hast dich gut geschlagen. Dankeschön. $1.000! Ja, scheißt mich halt mit Geld zu. Alle Achtung, du hast problemlos einen Trainer-Coach besiegt. Als Anerkennung deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Ein Beleber. Kranker Scheiß. Ein Trank hilft dir da nicht, aber ein Beleber... Ja, genau. Hallo, Göre. Na du? Was starrst du mich so an? Ich wollte hier runterspringen, was ist mit dir? Immer diese Göre, Alter, was ist denn das? Wobei die erste Gen an sich ein seltsames Balancing hatte. Ja, aber nicht so. Also ein bisschen krass, ne? Also, Rocco war wirklich nichts. Das hätte sie sehen müssen. Das war halt... Rocco konnte nicht einmal eine Attacke einsetzen. Es war alles sofort one-hitted, alles weg. Es war halt ein bisschen traurig gerade. Da hat mir was gefehlt irgendwie. Ja. Hm. War das damals so, dass man Rocco auch so... Ich glaube sogar. Es war dann im Feuerrot und Grün ein bisschen anders, ne? Ich glaube, im Original konntest du Rocco eigentlich auch... fast wegbezeln, wenn du dann dieses Pokémon hattest. Ja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen...
Naja, gut. Das war auf jeden Fall Rocco. Wir werden... Okay, ja, keine Ahnung. Wir haben ihn halt weggeballert. Schon wieder werden wir mit Pokébällen zugeschissen. Ich sag ja, den Markt brauchen wir, glaube ich, nicht. So, gucken wir uns weiter um einfach.